Schlitteln ist ein beliebtes Freizeitvergnügen in der Schweiz. Doch der schnelle Ritt auf dem Schlitten oder Rodel wird von vielen unterschätzt. Jedes Jahr ereignet sich zahlreiche Unfälle. Wie schlittelt man also richtig? Damit der Winterspass nicht zum Albtraum wird, gibt es drei wichtige Punkte zu beachten. Ausrüstung, Technik und richtiges Verhalten. Das A und O beim Schlitteln ist die richtige Ausrüstung. Winterkleider, Händchen, ein Schneesporthelm und eine Schneesportbrille sowie hohe Schuhe mit Profil. Zudem empfehlen wir Bremssohlen, weil sich damit der Bremsweg verkürzen lässt. Auch wichtig beim Schlitteln ist die richtige Fahrtechnik. Zum Bremsen unbedingt beide Füße auf den Boden und an den Schlitten drücken für mehr Stabilität. Und für extremes Bremsen kann man auch den Schlitten vorne aufziehen. Von der Kurve immer abbremsen. Der dritte Punkt beim Schlitteln ist das richtige Verhalten. Dazu hat es am Anfang von allen Schlittelwegen eine Tafel, die die 10 Verhaltensregeln erklären. Das Wichtigste ist, die Geschwindigkeit immer am Fahrkönnen anpassen. Das heisst, nur so schnell fahren, dass man jederzeit anhalten kann. Wenn man einmal dazwischen anhält, dann immer am Pistenrand und auch aufsteigen nur am Rand. Und beim Überholen immer genug Abstand lassen. Ausrüstung, Technik und Verhalten. Wenn man diese drei Punkte beachtet, steht dem Schlittelspass nicht mehr im Weg.